Noch ist es ruhig auf dem Luckenwalder Boulevard. Aber nicht mehr lange. Am 26. August, ein Sonntag, verwandelt er sich nämlich zum 14. Mal in die Automeile. Veranstaltet vom Stadtmarketingverein. Es gibt auch ein schönes Shopping-Erlebnis wieder hier in der Innenstadt. Es geht um 13 Uhr los. Da öffnen dann auch die Geschäfte hier die Türen. Und bis 17 Uhr werden wir dann die ganze Sache veranstalten. Wer ein neues Auto sucht oder sich einfach mal unverbindlich informieren möchte, der hat an diesem Tag eine große Auswahl. 9 Händler aus der Region präsentieren dann 10 Marken und stellen dann wieder ihre neuesten und interessantesten Modelle vor. Das Schöne ist eben, dass natürlich die ganzen verschiedenen Automarken vor Ort sind. Also man legt sich nicht auf ein Autohaus fest, sondern kann hier gucken, man hat VW, man hat Ford, man hat Mercedes, man hat eben die ganzen Marken, die nicht immer unbedingt in einem Autohaus zusammenkommen. Und da kommen eben wirklich viele Leute, die gucken gerne einfach mal rüber. Ich weiß aus dem letzten Jahr, da gibt es sogar einige Autohäuser, die da Autos verkauft haben. Also die Leute kommen mit ganz verschiedenen Anliegen hierher. Außerdem wird es ein kleines Rahmenprogramm geben. Und Luckenwalde hat an diesem Tag auch noch eine weitere Traditionsveranstaltung zu bieten. Parallel zur Automeile findet ja auch der Tierparksonntag statt. Und da schicken wir dann gerne auch die Familien im Anschluss, wenn sie sich dann die Autos angeguckt haben, auch nochmal hin. Da gibt es dann nämlich auch nochmal Musik und alles rund um die Tiere. Ein tolles Programm, also auch nochmal ein kleiner Tipp von uns. Also den 26. August schon mal vormerken und nach Luckenwalde kommen. Zu Automeile und Tierparksonntag.